Hallo, liebe Gestalter, ihr werdet mir sicher recht geben, dass diese Zahlen besonders elegant und dynamisch aussehen. Das sind Medieval-Ziffern. Ihr seid auf dem YouTube-Kanal von Online-Printers gelandet. Mein Name ist Claudia Korthaus und heute schauen wir uns in der Reihe Typografie alles rund um diese wunderbaren Medieval-Ziffern an. Das Besondere an den Medieval-Ziffern ist, dass sie Ober- und Unterlängen aufweist. Ihr seht rechts unten das Beispiel von 1 bis 0 in der Adobe Caslon Pro und die 3 beispielsweise hat eine Unterlänge, die 4 und die 5 genauso, die 6 hat eine Oberlänge. Wir haben also Ober- und Unterlängen wie bei den Kleinbuchstaben und dadurch wirken diese Zahlen dynamisch und lebendig und passen perfekt in Fließtext. Sie verursachen nämlich keine unschönen Zahlenblöcke und unterbrechen den Leserhythmus nicht. Übrigens, eine andere Bezeichnung für die Medieval-Ziffern ist die gemeine Ziffer, die Minuskelziffer oder manche sagen auch Charakterziffer. Leider sind diese wunderschönen Ziffern nicht in jeder Obentypenschrift enthalten. Schauen wir uns nochmal kurz die Begrifflichkeiten an. Es gibt also die Majuskelziffern, das sind die Großbuchstabenziffern und die Minuskelziffern, also die Kleinbuchstabenziffern mit ihren Ober- und Unterlängen, die Medieval-Ziffern. Weiterhin unterscheidet man bei den Ziffern, ob diese Dikten gleich sind oder unterschiedliche Dikten haben. Die Tabellenziffern sind Dikten gleich, eignen sich, wie ihr Name schon vermuten lässt, eben für Tabellen, für Zahlenlisten und auch hier gibt es Großbuchstabenziffern und Kleinbuchstabenziffern. Es gibt also auch Medieval-Ziffern, die alle die gleiche Dikte aufweisen. In der Regel verwendet man aber die proportionalen Medieval-Ziffern, denn das sind eben die Ziffern, die ihr gut in euren Fließtexten verwenden könnt. Hier nochmal ein Überblick, so könnt ihr in InDesign die Ziffern auch auszeichnen. Es gibt also die Standardziffern, dann gibt es die Ziffern, die für Tabellen geeignet sind. Einmal in Versalgröße, das ist die zweite Reihe, also Versalziffern für Tabellen. Das dritte nennt sich Medieval-Ziffern für Tabellen. Das sind also unsere Kleinbuchstabenziffern, aber auch mit einer festen, mit einer gleichmäßigen Dikte. Dann haben wir die proportionalen Versalziffern. Das heißt, hier ist wieder jede Ziffer unterschiedlich breit. Und es gibt die proportionalen Medieval-Ziffern. Auch hier ist wieder jede Dikte unterschiedlich. Und wir haben Ober- und Unterlängen. Und letztere sind besonders gut geeignet, um sich im Fließtext zu integrieren. Das Ganze einmal in der Praxis. Ich bin in InDesign und ihr seht hier die Medieval-Ziffern der Adobe Caslon Pro. Ihr seht also, wie schön sie nach oben und unten wachsen. Ich habe hier nochmal einen Text, einen Beispieltext, in dem ich am Anfang ein paar von diesen Ziffern eingefügt habe und man muss tatsächlich suchen, wo sie sind. Viel eher fällt so etwas hier auf. Das ist eher unangenehm. Das heißt, Versalsatz lässt sich jetzt an der Stelle nicht vermeiden, aber sowas ist ja das, was ins Auge fällt und den Fließtext etwas stört. Hier seht ihr die eingefügten Medieval-Ziffern, die passen also ganz harmonisch ins Schriftbild. Hier habe ich nochmal 3 Schriften aufgebaut im Vier-Linien-System, um das zu verdeutlichen. Die Unterlänge der 3, 4 und 5 wächst hier also nach unten. Sie ist nicht ganz so lang wie die Unterlängen der Kleinbuchstaben. Die Oberlängen sind auch etwas kürzer, aber ihr seht, wie hier Bewegung drin ist. Im Beispiel dazu, die Linotype-Syntax, die hat keine Medieval-Ziffern. Das Ganze wirkt schnell sehr blockig. Hier unten die Vierer, auch die verfügt über Medieval-Ziffern, die ich aber natürlich auch explizit ausgewählt habe. Und entsprechend haben wir hier wieder leichte Dynamik nach unten und auch nach oben. Nochmal eine kurze Übersicht zur Anwendung. Im Fließtext sind also die Medieval-Ziffern klarer Sieger. Bei Eigennamen dürft ihr ruhig zu den Versalziffern greifen. Spätestens dann, wenn auch Versalsatz dabei ist, solltet ihr die Versalziffern nehmen. Aufzählung, Nummerierungen würde ich auch bei den Versalziffern bleiben, aber hier hinten eben wieder im Fließtext als Medieval-Ziffern. Das heißt, ihr könnt innerhalb von einer Gestaltung
letztlich sogar innerhalb von einem Satz mit den Ziffernarten wechseln und das verwenden, was am besten aussieht. So, wie könnt ihr jetzt in InDesign zum einen kontrollieren, ob eure Schrift Medieval-Ziffern hat und zum zweiten sie auch anwenden? Das Ganze funktioniert am einfachsten über die Palette Zeichen. Ihr könnt also die Zahlen markieren oder auch den Text, das ist in dem Fall egal. Und jetzt gehe ich hier in das Aufklappmenü und gehe auf den Befehl Open Type und finde jetzt hier unten die letzten 5 Befehle, die beziehen sich auf die Ziffern. Also ihr findet hier die proportionalen Medieval-Ziffern oder auch die tabellarischen Medieval-Ziffern oder auch die Versalziffern. Ihr wählt das einfach aus und weist so dieses Format zu. Wenn eure Schrift keine Medieval-Ziffern enthält, dann bekommt ihr das über eine Klammer angezeigt. Ich wähle jetzt hier mal die Globa aus, von der ich jetzt weiß, dass sie keine Medieval-Ziffern hat und mache hier das Gleiche. Ich gehe hier rein, wieder auf Open Type und sehe, dass jetzt hier vor den Begriffen eckige Klammern stehen. Das ist für mich das Zeichen. Diese Schrift verfügt nicht über die Medieval-Ziffern für Tabellen, auch nicht über die proportionalen Medieval-Ziffern, auch nicht über die Versalziffern. Das seht ihr also an diesen Klammern und wisst sofort, okay, hier brauche ich also nicht auf diese typografische Erweiterung zu hoffen. Über die Palette Glyphen könnt ihr auch mit diesen Zahlen arbeiten. Ich rufe die mal auf. Schrift und Tabellen. Gehe ich hier in die Glyphen und auch hier könnt ihr, ich nehme mal wieder eine Schrift, von der ich weiß, wo es die Medieval-Ziffern gibt, auch hier könnt ihr also über bestimmte Befehle nur die Medieval-Ziffern einblenden. Ich blende jetzt hier mal die Medieval-Ziffern ein und ich kann jetzt über diese Palette auch die einzelnen Ziffern in meinen Text einfügen. Und wir sind schon wieder am Ende. In unserer Reihe Typografie zum Thema Medieval-Ziffern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da oder abonniert unseren YouTube-Kanal von Online-Printers. Eure Claudia Korthaus.